Hey, wir haben mal genug Dingsbums. Wir könnten jetzt eigentlich auch ein paar Bögen kaufen. Wäre ein Plan, oder? Wäre durchaus ein Plan. Achtung! Aber hier sind wir jetzt echt gut geschützt vor diesem ganzen Scheiß. Ambusbolzenhagel. Das ist toll. Wir brauchen jetzt Bogenschützen langsam. Komm, kaufen wir uns mal einen Fünferpack. Das Vorratslager. Im Sonderangebot. Fünf Bogenschützen im Preis von 4. Bin zur Stelle. Oh. Sind ja, auf dem Weg. Fünf Bogenschützen im Preis von 6 wäre eine Verarsche. Ich finde es aber immer lustig, wenn man so Leute spontan verwirrt und die es dann so glauben. Ah ja, das ist ja günstig. Moment mal, was? Bogenschützen bereit. Und weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf. Doof da. Immer drauf auf die Rübe. Mein Bogen ist euer. So, schön weiter auf die Armbrustschützen schießen. Die Bogenschützen können da schön draufballern. Was könnt ihr? Ich weiß es. Na, wisst ihr was? Mein Herr, die Pest hat unsere Burg. Ich bleib jetzt hier. Eure Lordschaft. Oh oh. Was wollt ihr kaputt machen? Ihr miesen Schlawine. Und jetzt noch den Turm, wo noch schön mein Schild draufsteht. Ihr seid blöd. Und die Pest. Ja, natürlich. Mein Armbrust, man hat bestimmt gerade eine frisch geschnitzte Armbrust gehabt. Das war bestimmt die tollste Armbrust, der je in seinem Leben gebaut hat. Mit Liebe. Geschnitzt. Das hat wahrscheinlich gleich 10 Armbrüste eingebracht, aber na. Aufstand der Holzfäller. Cool. Müsst ihr denn immer alles kaputt machen? Ich baue das doch immer so liebevoll auf. Oh oh. Der Feind hat die Mauern. Ach, sehr schön. Hört sich jetzt komisch an mit sehr schön, aber ich hab's halt lieber so, als ob sie noch ewig viel kaputt machen. Es ist halt blöd, dass die Pikiniere solche miesen Drecksäcke sind. Wo haben sie denn auf? Wo ist denn auf? Hier sind noch die Bäckereien im Weg. Und die Waffen. Sachen. Ah, doch, da. Alles klar. Dann kommt mal entgegen, das wird schon so passen. Schwertkämpfer bleiben noch als Not. Hey, hier kommen jetzt die ganzen Holzfäller durch. Das ist cool. Bringt Zeit. So, jetzt einmal hier reinschießen. Irgendwen wirst du treffen hier, oder? Jawohl, er hat einen getroffen. Das ist klasse. So, die Pikiniere schaffen jetzt schönen Knubbel für uns. Einfach nur, weil sich jetzt ganz viele sammeln auf einem Fleck. Das brauchen wir jetzt. Wir schicken jetzt auch mal die Schwertkämpfer runter. Die kommen nämlich alle nur durch diesen Ort. Bin zur Stelle. Ach Gott, ey. Ach Gott, könnt ihr mal aufhören, ihr blöden Penner. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Die schwarzen Mönche sind bereit. Mein Bogen ist euer. Wieso trefft ihr die nicht? Mein Herr? Ja, also, jetzt gehen die auch durch. Sehr schön. Es funktioniert echt gut mit den Mönchen. Bis zum Zeitpunkt, als sie sich aufteilten. Ne, es kommt immer noch. So, jetzt kommen die auch durch. Okay, das wird jetzt gemein mit dem Reparieren, aber wir haben es im Prinzip geschafft. Das heißt, Baum. Mehr soll es nicht heißen. Und auch nicht weniger. Oh Gott, müssen wir jetzt viel aufbauen. Oh Gott, müssen wir jetzt viel aufbauen. Obwohl, hier drüben wurde eigentlich noch relativ verschont. Geht eigentlich. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. Steinbrüche. Schnell. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. Jetzt, ja klar, die Steine. Okay, das geht noch. Schaffen wir das jetzt überhaupt noch von der Zeit her so allgemein? Das ist die nächste Frage. Die haben auch keinen meiner Türme zerstört. Das ist eigentlich echt klasse. Das ist echt, auf jeden Fall ein Speicherer wert. Speichere. Hört sich an wie so ein Bäuerchen oder so. Na, hast du Speicherle gemacht? Hast du Speicherle gemacht? Nein. Nein. Nichts verunstalten. Wir brauchen wieder neue Getreidefarmen. Viel mehr Getreidefarmen. Viel tollere Getreidefarmen. Die Epicness unserer Getreidefarm muss um 200% ansteigen. Ach ja, es kann mal wieder Schädlinge vernichten, unsere Weizenernte, Sire. Ihr seid miese Wichse. Unsere Goldvorräte wachsen stetig. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. So. Oh, Käsefarm. Käsefarm. Wir brauchen neue Mumus. Ja, neue Mumus. Ihr habt mich richtig verstanden. Und einen neuen Chimie, bitte.
Na, Timmy muss immer sein. Schaffen wir das jetzt eigentlich? Na, Brot sieht gut aus. Das ist aber nicht unser Problem. Und Busmacher brauchen wir auch bald noch ein paar. Beim nächsten Angriff sind wir auf jeden Fall besser vorbereitet. Ob es was bringt, ist die andere Frage. Ich speichere nochmal. Wir haben jetzt so viel aufgebaut. Wir haben jetzt unseren Solidaritätszuschlag wunderbar ausgenutzt. Mehr Leute, mehr Leute, mehr Leute. Verteilt die Panzer, Schreck. Die Mönche, wir haben immer noch welche da. 18 Stück. Hallöchen. Ich habe immer noch einen ganz kleinen Schluck Glühwein. Der wird jetzt noch vernichtet. Ach, wirklich. Ohne Gnade. Vernichtet. Das glaubt ihr nicht. Er hat noch um sein Leben geschrien. Das war zu spät. Das ist wie bei den Hummern, die in den, oh Gott, in den Kochtopf geworfen werden. Eine Botschaft von eurem Informanten. Wir folgen. Nein, ihr Vollidioten! Bleibt draußen! Was wünscht ihr? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ich hasse Feuer in Stronghold 1. Ich hasse es einfach. Das ist ja das Schlimme an den Missionen. Man hat nie ein Erfolgserlebnis. Weil wenn du... Es ist wirklich so, als wenn du, wie wenn du zusammengeschlagen wirst. Gerade lässt so der Schmerz in der Magengrube nach. Kommt der nächste Schlag in die Fresse. Und kaum denkst du, jetzt ist es vorbei, dann wird nochmal richtig irgendwo anders reingetreten. In die Nieren oder sonst irgendwo. Es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf. Ich kann das nicht löschen. Die Brunnenanzahl ist zu gering. Wir müssen den gesamten Atlantischen Ozean irgendwie drüber kippen, wenn es möglich ist. Nee, das hat uns jetzt schon wieder zu viel gekostet. Wir müssen mehr Brunnen bauen. Wir müssen mehr Brunnen bauen, Brunnen bauen, Brunnen bauen. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Komm, machen wir ja auch Brunnen hin. Dann, ihr kommt noch hoch. Ihr bleibt lieber draußen, liebe Schwertkämpfer. Ihr seid ja, glaube ich, am sichersten. Wir haben die Gebäude zu nah aneinander gebaut, aber wie soll ich denn sonst machen? Hä? Ihr Wichser. Mehr Brunnen, bitte. Eine Botschaft von und jetzt ist es schon zu spät. Habe ich die Brunnen überhaupt besetzt? Natürlich habe ich sie noch nicht besetzt. Fuck. Die Arbeit wurde alle einstellen, alle zu löschern werden. Ob das reicht? Das Feuerbreite. Ich meine, es fehlt hier irgendwie, dass gelöschte Gebäude eine Zeit lang nass sind und nicht mehr übertragen werden können. Das breitet sich so schnell wieder neu aus, vor allem bei einer Burg dieser Größe. Ach, Mann. Das ist halt das Gemeine. Eine Mission will, dass ich eine effektive Wirtschaft aufbaue, damit das funktioniert. Aber wenn ich eine Wirtschaft, effektive Wirtschaft aufbaue, wird mir das Feuer die ganze Burg niederbrennen. Nee. Nee, das kriegen wir nicht mehr gelöscht. Probieren wir es nochmal ganz langsam. Und überall bitte die Arbeit einstellen. Wir brauchen jetzt keine Holzfäller. Bäcker würde ich jetzt nicht sagen. Das wird's. Gut, die Nahrungsvorräte reichen noch ein bisschen. Wir müssen erstmal das Feuer bekämpfen. So, hier bitte einstellen. Arbeit einstellen. Sofort Arbeit einstellen. Ach Gott, ihr kommt nochmal hoch. Sehr wohl. Das müssen wir doch irgendwie gelöscht kriegen. Bitte lasst jetzt nicht mein Sieg umsonst sein, weil ich das Feuer nicht kontrollieren kann. Ja, dann passen halt keine Pfeilmacher mehr hin. Ich wollte eigentlich noch ein paar machen. Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wo ich noch weitere Brunnen bauen kann. Aber gut, es reicht ja schon fast, dass die jetzt endlich mal voll besetzt sind. Hier kriege ich auf jeden Fall auch noch einen hin, der besetzt werden kann. Und ansonsten würde ich sagen, beten. Dann machen wir es mal so. Und das speichere ich mal unter 4. Und speichern. Ja, jetzt ist die Frage, ob es langt.
Das ist jetzt die Frage. Mehr kann ich gerade nicht machen. Sei nicht, baut's Brunnen auf, die ich dann später abreiße. Das ist natürlich auch noch eine Idee für einen Notfall. Das halte ich mir noch vor. Aber erstmal gucken, ob es so langt eventuell. Jetzt haben wir alle Brunnen besetzt. Alle sind glücklich. Wir folgen euch, Herr. Eine Botschaft von eurem und es ist unglaublich. Nicht alle auf dieselbe Stelle, bitte. Löscht mit Hirn, bitte. Und wehe, irgendjemand öffnet seinen Kopf und schüttet seinen Hunderheim. Nutzt euren Kopf, alles klar. Ihr Vollidioten, das soll doch nicht gegen das Feuer rennen. Das gibt es doch nicht. Erzähl, wär hier draußen Pech gewesen. Aber es sieht jetzt fast aus, als kriegen wir es kontrolliert. Das ist kurz davor. Unglaublich, ey. Ganz ehrlich, ich würde auch sagen, die Kathedrale muss endlich weg. Okay, sobald hier weg ist, geht's dann endlich. Jetzt reicht's, jetzt geht die Kathedrale weg. Ihr löscht das Ding nicht mehr umsonst. Eine Botschaft von eurem Informanten. Och, ihr seid doch Penner! Aber gut, sie wollen eine Kirche. Ihr werdet als der gütigste Mann des gesamten Königreichs. Okay. Eine Kirche verstehe ich noch. Eine Botschaft des Wolfs. Könnte mir vielleicht irgendwer diese Pestbeule vom Hals schaffen? Nicht jetzt, Wolf. Ich habe meine eigenen Probleme. Ich kämpfe gerade gegen meinen natürlichen Feind. Und verliere mal wieder. Eine Botschaft des Schweins. Ich mache Hackfleisch aus. Nö. 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 Okay. Ist mir jetzt egal, ob ihr eine Kirche wollt. Die könnt ihr euch gerade sonst wo hinschieben. Mehr Brunnen. Alles klar. Ihr könnt das nicht. Wir brauchen einfach mehr Brunnen. Das ist die Lösung auf alles. Das ist die Lösung auf alles. Einfach 5 Millionen Brunnen aufstellen, dann ist das Ganze geschafft. Mein Gott, dass es so einfach sein kann. Ihr Kinder, geht doch weg, sonst brennt ihr alle ab. Na gut, so schmeckt ihr vielleicht besser. Wisst ihr was, wir stellen jetzt auch mal hier die Leute ein. Ihr werdet eh fast alle abbrennen. Dann wird das echt kacke mit den Nahrungsvorräten. Aber ganz ehrlich, ihr werdet eh alle sterben durch Feuer, bis auf die Löcher. Von daher ist es... Ach, ich habe die schon hochgeschickt. Jetzt können wir mal gespannt sein, ob es reicht. Wenn das Feuer richtig schnell kontrolliert wird, bin ich ja glücklich. Hier wird dann noch einer hinhauen. Hinpassen. Ja, einen Abstand mehr und ich würde ihn eine ganze Bodenreihe hinkriegen. Das ging aber ganz knapp schief, der Plan. Leider. Jetzt ist die Frau im Weg. Es gibt's nicht. Boxbeutler. Boxbeutler. Verbrennt. Müsste dann so auch noch drinstehen. Zum Beispiel hier beim... Eine Botschaft von eurem Informanten. So. Simon Feistpfand. Fängt Feuer. Rennt schreiend durch die Burg. Ja, er liegt im Sterben. Ja, okay. Im Prinzip stimmt's ja. Zurück zum Arbeitsamt. Fehlt bloß noch, dass da einer steht. Jetzt habe ich so eine riesen Brunnenarmee, jetzt müssen wir das kontrollieren können. Komm, machen wir mal 40. Günther freut sich bestimmt. Er hat bestimmt noch ein Marshmallow irgendwo rein. Weiter, 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 weiter. Hoppa, hoppa, weiter. Irgendwas ist kaputt gegangen. Dies war eine Hütte. Alles klar. Ich glaube, das dient als Beweis, dass Feuer overpowered ist in Stronghold. Das dient spätestens. Guckt euch die Anzahl an Brunnen an. Aber jetzt kriegen wir es langsam, jetzt kriegt man es langsam. Alter, nicht schon wieder! Was war es denn jetzt, was wieder das Feuer ausgebreitet hat? Wie gesagt, es fehlt irgendwie, dass Gebäude einen Nässegrad haben. Und wenn sie frisch gegossen wurden, wenn sie frisch gelöscht wurden, sind die Gebäude einfach noch nass. Ich bin echt davor, jetzt einfach meine Bäckereien abzureißen. Das ist eigentlich eine Idee, dann breitet sich nicht so krass aus. Man kann eh nicht schief gehen.
Da mache ich meine Bäckerei neu. Da auch. Passt schon. Jetzt breitet sich es doch bestimmt nicht mehr. Alter. Eine Botschaft des Wolfs. Jetzt aber. Ja, 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 ja. Komm, das sieht gut aus. Alter. So. Jetzt brauchen wir euch anderweitig. Wir müssen jetzt Wiederaufbau betreiben. Und zwar extrem. Holzfälle sind noch da, die können wir wieder neu anholen. Ich hole mir auch wieder rein. Lasst mich bloß in Ruhe. Ich bin gerade nicht in der Stimmung auf eure Gesellschaft. Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Die Arbeit um dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, my lord. Meine Güte. Wer auch immer Feuer erfunden hat in Stormwind. Ja, sagen wir es mal so. Wer auch immer das Feuer gebalanced hat in Stormwind. Sprecht euer letztes Gebet. Erschossen. Nein. Ach nö, jetzt passt das hier nicht hin. Na gut, dann könnte ein Brunnen hinpassen. Da war eine Hütte. Gut, da mache ich dafür eine Bäckerei hin. Die können wir eher gebrauchen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, ja, um das Gebäude zu verwalten. Ich kann doch nicht zaubern. Wenn ich es könnte, würde ich nicht sowas machen. Ja. 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 Nein. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Kein Mehl. Kein Mehl, my lord. Keine Eier, my lord. Ja, das dachte ich mir. Du Waschlappen. Na komm, machen wir so. Ich kann nicht mehr. Meine Nerven sind blank. Blankus Nervus. Bäh. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ja, das würde hinpassen. Na komm, mach mal so. Och nö, jetzt steht ihr im Weg. Ist ja doch blöd. Ja, Nahrungsvorräte sind knapp. Was wollen wir dagegen tun? Es muss erstmal alles wieder anlaufen, aber wir können mal eigentlich damit anfangen. Holzfälle laufen jetzt auch wieder an. Es muss erstmal alles wieder anlaufen. Wir machen jetzt auch mal die Brunnen weg. Zumindest einen großen Teil, dort wo jetzt erstmal die Industrie hin soll. Obwohl, dort passt es ja eigentlich. Hier machen wir den ganzen Aufbau nochmal neu. Für die Brunnen kriegen wir leider nichts zurück. Das ist schade, aber was will man tun? Die Leute fordern eine Kirche, oder? Natürlich. Was wollen sie auch sonst? Fuck. Mieses, undankbares. Grrr. Ja, super. Jetzt passt da auch nichts großartig mehr hin, außer vielleicht, na gut, wir können hier Brunnen hinmachen. Aber mehr Industrie passt hier nicht hin. Aber wenigstens wollen sie jetzt keine blöde Kirche mehr. Euch, und wie, jetzt kommt die vor der Kathedrale, dann...